Hallo meine lieben Kreativlinge, ja, ich wollte euch beim Fertigstellen meines Diamond Painting Bildes dabei haben wollen. Oh Gott. Ihr seht, es ist der letzte Rest. Ich habe es fast geschafft. Und ja, wir machen weiter. Das dauert es gar nicht mal so lang. Hoffentlich. Und die Steine, die haben locker gereicht. Das ist immer so eine kleine Panik von mir, dass mir die Steinchen nicht reichen. Aber die haben bis jetzt immer gereicht. Also ich habe, ja, ne? Kann ich euch dann mal zeigen. Ja, typisch, jetzt gibt natürlich nichts mehr. Also ich habe am... Und nicht wundern über die Hintergrundgeräusche, meine Spielmaschine läuft. Ich habe am liebsten mit dem Dreier gepaintet. Also mit dem Dreierlei Aufsatz, dass da drei Steinchen drauf passen. Vor allem bei den, bei der großen Fläche, jetzt wie hier bei dem schwarzen, war das immens einfach. Na, ich habe vorher eigentlich immer nur diese, was dabei sind, die ganz normalen gemacht, mit dem normalen Aufsatz. Klar wird man auch fertig, irgendwann. Aber ich muss ja sagen, wirklich... Moment. Das Teil ist wirklich Gold wert. Gold wert. Das werde ich auf keinen Fall mehr hergeben. Meine Kleine ist mal wieder da, immer noch. Kränkelt. Wenn ich so weit wegpainte, ist das ein bisschen schwieriger. Weil normalerweise hänge ich mit dem Kopf drüber. Ich glaube, da werde ich dann mal auf Pause machen und dann mal noch ein Stück weit painten. Weil sonst würde das echt dann doch zu lange dauern, weil vor allem ich sehe ja nicht so viel. Aber ja. So, und der letzte Rest. Na toll, jetzt habe ich nur einen erwischt. Aber gut. Möchtest du deine Schuhe anziehen? Soll ich dir helfen? So, es ist geschafft. Jetzt die Steinchen wieder da rein erst einmal. Manchmal sind die statisch aufgeladen und dann kleben die so am Schiffchen fest. So. Aber ihr seht, ich bin fertig und es sind noch genügend Steinchen da. Vom Schwarzen habe ich auch noch ein komplettes Päckchen. Also da braucht ihr wirklich keine Angst haben. Ist ja nicht so wie bei anderen Diamond Paintings, da wo überhaupt keine Steinchen dabei sind oder zu wenig Steinchen. Habe ich schon gesehen. So, es ist fertig. Was wir jetzt noch machen, ist den Aufsatz tauschen. Also das Teil ist wirklich Gold wert. Den Aufsatz tauschen habe ich jetzt den Steinchenschieber drauf. Und damit kann ich meine Steinchen begradigen, wenn ich so... bisschen schief geworden bin beim Diamond Painten. Was wirklich sein kann, vor allem mit dem mehreren Aufsatzstift. Also das Teil ist wirklich Gold wert. Für jeden Diamond Painter, der anfängt, kann ich das hier empfehlen. Wie gesagt, auch bei großen Flächen. Oh nein, ist mir ein Steinchen abgesprungen. Gerade bei großen Flächen ist das, ne? Ne? Das ist der typische Vorführeffekt. Ja, deine Geheimbox. So, bin ich jetzt einigermaßen gerade, ich denke. So. Also ich habe auch mit dem hier versucht, mit dem ganz großen. Die ist drüben im Bett, Schatzi, guck mal. Der ist mir noch zu groß, das erfordert ein bisschen Übung. So, entschuldigt. Aber wer kleine Kinder hat, weiß das. Das heißt, wir vollenden jetzt unser Bild.
Das erste, was ich mache, ist einmal mit einer Bürste, ich habe jetzt eine ganz normale Nagelbürste, einfach mal so drüber gehen. Wenn ihr Glück habt, bleiben die Steinchen drauf. Aber um die Wachsreste zu entfernen. Ja, deine Geheimbox, mein Hase. Einfach um die Wachsreste, die da drauf sind, zu entfernen. Ja. Was ich dann noch mache, ist, ich habe den Roller von der Jelly Plate. Es geht auch mit dem Nudelholz. Schaut grob aus, aber es geht mit dem Nudelholz. Ja, damit fahre ich einmal über mein komplettes Bild. Vielleicht sogar mehrmals. Ihr hört leider gar nichts davon. Es knackt ganz leise so zwischendurch einmal. Das bedeutet, dass die Steinchen sich nochmal festsetzen, dass sich welche verschoben haben, die übereinander liegen. Und somit begradige ich das quasi nochmal alles. Wie gesagt, geht auch mit dem Nudelholz. Was? Nimm mit. So, und dann schneide ich mir den Überschuss ab, also quasi den Rahmen. Das seht ihr jetzt, glaube ich, gar nicht. Ne? Einmal. Mahlzeit. Was willst du haben? Ich hab nichts. Ich hab nichts, Schatzi. Ich hab nur die Rolle dabei. Oh, da muss ich nochmal Steinchen schieben. Ich hab nur die Rolle, Schatzi. Eine Schere habe ich. Ein Messer. Nee, ist kein Messer, ist eine Schere. Das haben wir jetzt auch. Ja. Und was ich jetzt noch mache, ist das Ganze versiegeln. Und zwar nehme ich das hier vom Action. Also für kleine Bilder geht es. Wenn ihr größere Bilder habt, gibt das Ganze auch so was Ähnliches im Baumarkt. Das ist dann so ein, keine Ahnung, 2 Kilo Eimer. Deine Geheimbox. Ja. Die müsst ihr da hinlegen. Ja. Nein. Du darfst gleich dahin, okay? Ja, aber schön groß. Wie gesagt, das Ganze werde ich jetzt noch versiegeln. Und der Glanz geht davon nicht weg. Ich mache, das ist Versiegler, der wird durchsichtig, wenn er trocken ist. Jetzt ist er noch milchig. Aber wie gesagt, ich mache das auch mit einem relativ großen Pinsel. Mama, bitte schön. Du darfst gleich dahin, Schatzi. Pinsel. Ja, dann hol mal deine Pinsel, dann kannst du mitmachen. Ja, dann versuchst du es. Das ist quasi nur das, wenn man das aufhängt, das Ganze, dass dann... Na, du weißt, wo deine Pinsel sind, Schatz. Nein, das ist da. Nee, die sind nicht da, die sind drüben. Im Bastelschrank. Ja,
dass wenn man das Bild aufhängt oder so, dass die Steinchen auch wirklich an ihrem Platz bleiben und nicht irgendwann einmal vielleicht runterfallen sollten. Also ihr seht schon, ich bedecke das komplett einmal jede Lücke mit Klarlack. Wie gesagt, es tut dem Ganzen wirklich keinen Abbruch. Also wenn das Ganze getrocknet ist, sieht man das eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Es legt sich im Endeffekt in die Lücken von dem Bild rein. Ja, also zwischen die Steinchen. Da ist dein Pinsel? Ja. Ja, genau. So. Ja. Nimm dir. Gut. I. I. Geht's nicht. Doch, das geht schon, Schatzi. Das hat bloß keine Farbe. Und das hat bloß keine Farbe, Schatzi. Da. Ja, alles, was die Mama macht, ist interessant, ne? So, da noch. Und das Ganze lasse ich jetzt dann 24 Stunden trocknen. Am besten am Eck, wo fusselfrei, tierhaarfrei oder so ist. Ne? Weil da setzt sich dann gern alles einmal ab. Und das habt ihr dann drinnen. Aber im Grunde genommen ist es fertig. Ja! Wenn das Ganze getrocknet ist, ich habe jetzt nichts zum Ablegen da, dann poste ich nochmal ein Bild auf Instagram. Oh, da habe ich noch eine Stelle, die noch nicht ganz abgedeckt ist. So. Gleich, mein Hase. Und so schaut das Ganze dann aus. Also wie gesagt, es ist jetzt versiegelt. Wenn es trocken ist, dann ist es klar. Und ne, ist es wirklich nur, dass die Steinchen an Ort und Stelle bleiben. Ja, das war's. Ich hab's geschafft. Hat Spaß gemacht. Und ist cool geworden, muss ich sagen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und ja, bleibt gesund. Bye bye. Bye bye? Ja. Sag mal bye bye. Ja. Bye bye.